Zuckerjunkies, Folge 319. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Eubos, spezielle Pflegeprodukte für diabetische Haut. Mehr Infos unter eubos.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zuckerjunkies da draußen. Heute machen wir mal einen lockeren Dreier. Schon lange keinen Dreier mehr gehabt. Und zwar gehen wir gesplittet einmal in das kleine Gallien, man nennt es auch Elsass, und nach Esslingen. Und zwar habe ich heute die Michelle von Michelle Motiviert, kennt ihr alle, und den Pat, mein Coach Pat, der mich transformiert hat von einem Lauch zu einem für mich persönlich einen kleinen Muskelberg. Ja. Ich war ein kleiner Muskelberg. Für mich war ich ein kleiner Muskelberg. Das Motto war ja Iron Man ohne Rüstung. So, okay, jetzt passt auch wieder, genau, Iron Man ohne Rüstung, sehr nice. Ja, warum haben wir uns, erstmal Hallöchen, ihr zwei. Hi. Grüße. Das sind Wiederholungstäter, also ich packe das alles in die Shownotes, da wisst ihr auch nachher, wer Michelle und wer Pat ist. Und zwar hatte ich das letztens mal mit der Michelle gehabt, das Thema, warum wir eigentlich eine Pumpe tragen. Und ich persönlich wurde 2010 indirekt da überredet. Michelle, wie war es bei dir? Hat man dich quasi auch zugetextet bezüglich Pumpe? Wie war das bei dir? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war nochmal ein bisschen ein anderes Szenario. Ich war halt 14, also vor 14 Jahren. Und da war dann halt irgendwann so dieses, oh mein Gott, Pumpe, voll aufregend und dann neu und alles. Ja, du warst also einfach so, oh geil, neu will ich haben. Also nee, am Anfang wollte ich es gar nicht haben. Ich habe mich lange gewehrt, aber irgendwann habe ich dann einfach aufgegeben und sie bekommen. So, sind wir wieder bei dem Punkt. Klar, ich hatte das Wissen, ne, damals nicht von heute. Und jeden, den ich erwischt, der sagt, ich wechsle auf Pumpe, frage ich halt einfach, wieso? Und wenn er dann nachher sagt, hey, meine Diabetesberaterin hat gesagt, ich soll halt wechseln, dann sagt er, ja, wieso? Lass es doch. Wenn du guten HbA1c hast, eine gute Time in Range, du kommst klar, du hast keine Probleme, du siehst also kein Nutz. Warum? Ne? Erklär mir das, warum musst du jetzt auf Pumpe? Warum musst du dir Elektronik an den Körper hängen, Schistrick und Lecco Mio? Und meistens heißt es wirklich, hey, die haben es halt gesagt, so krass. Ich weiß nicht, Pat, hat man dich schon mal drauf angesprochen? Willst du nicht eine Pumpe haben? Ja, natürlich. Also, dass man mir das ans Herz gelegt hat, auf jeden Fall. Letzten Endes, ich fand das auch immer irgendwie befremdlich, da irgendwie immer mit sowas rumlaufen zu müssen. Und ich sag mal, je mehr ich dann selber Eigeninitiative gezeigt habe, hey, was hat das denn für Vorteile für mich, kam aber auch von den Diabetologen zurück, so, ja, in ihrem Fall, keine Ahnung, Langzeit stimmt, HbA1c stimmt. Also der Nutzen, den ich jetzt davon hätte, wäre jetzt, ich meine, für den Aufwand irgendwie nicht so gerechtfertigt. Mhm. Also weil ich ja mit allem sehr, sehr gut klarkam, so wie du das gerade gesagt hast. Ja, also ich hatte ja auch wirklich einen super Langzeitwert. Klar, damals haben wir blutig gemessen, aber trotzdem, ich war unter 6,5 und nicht erkauft, also keine Hypos gebastelt, sondern ehrlich. Und im Nachhinein einfach scheiße. So, und Michelle und ich haben uns dann beide so irgendwie dann überlegt und haben gesagt, okay, why not? Wieso sagen wir jetzt nicht einfach mal, wir machen jetzt einen einfach auf Penner? Ja, also dazu muss man halt ins Elsass ziehen vielleicht, aber Vorsicht. Nein, natürlich nicht. Elsass ist schön, die Vogesen sind in der Nähe. Schnappt euch ein Mountainbike, geile Nummern dort, also super. Elsass nur mit dem Panzer, oder? Das hast du gesagt, ich bin da raus. Es ging nämlich dann um diese Sache, ich habe nämlich auch mal einfach so von heute auf morgen beschlossen, ich mache mal 2 Wochen meine Pumpe weg und bin dann einfach mal dezent ein paar 100 Kilometer auch von der Pumpe weggefahren. Und dann habe 2 Wochen pure Eskalation von meinen Blutzuckerwerten gehabt. Warum? Ich habe halt dann gedacht, naja, jetzt frisst du einfach mal Fleisch wie so ein Berserker. Und das war wirklich ekelhaft viel. Also wenn ich das mal sage, ist es echt eklig viel. Und das heißt, ich habe meinen Zucker gar nicht mehr in den Griff bekommen.
Lustigerweise habe ich auch gleich an den Pet gedacht, wobei Pet, in der Zeit hättest du selbst auch gesagt, dann sagt, bremst mal, was machst du da? Also das, ich hätte, glaube ich, auch eine Wurstproduktion werden können danach. Also ich habe so viel Fleisch gefressen, das war nicht, also es war krankhaft einfach nur. Also war auch wirklich dumm im Nachhinein. So, aber. Hast du parallel trainiert? Nee. Du warst doch im Urlaub, oder? Warum? Oder? Fehler. Ja, ich merke Fehler. Ja, ich weiß, ja. Aber dann ist mir, das war der, und das ist aktuell der einzige Punkt, deswegen habe ich auch gedacht, wir brauchen den Pad. Wo ich mit Pad trainiert habe, war das echt hardcore, was ich essen musste. Und das Lustige ist, ich meine, ich kenne jetzt außer dem Pad noch einen anderen Bodybuilder. Das war nichts, was ich da gegessen habe. Also der Pet hat, ich glaube, du hast dann locker, glaube ich, in der Zeit 4.000 oder 5.000 Kilokalorien gegessen. Du warst, glaube ich, drüber gewesen und ein Freund von mir auch schon längst. Ja, der sagt, ja, was ich glaub, sind drei... Ich glaube, ich war auch derzeit im Aufbau. Ich war dann, ich weiß gar nicht, du warst bei 2,5 oder so. Ja, am Ende fast bei 3. Ich war locker bei 3,5. Ja. Aber und, Sascha, 2,5 ist jetzt nicht so. Ja, aber dein 2,5 ist ja wirklich peinlich eigentlich. Ne? 2,5 ist peinlich, aber der Pet kann es bestätigen und ich fange ja jetzt gerade auch wieder ein bisschen an zu tracken. Ey, what the fuck, ich komme nicht auf 2,5. Das liegt halt daran... Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Lass tauschen bitte, also ich bin auf Diät und versuche auf 2 zu kommen. Das Thema ist halt, wenn ich morgens esse, esse ich zwischen 3 und 4 Eier und einen Feta-Käse. Ja, so ungefähr 50 bis 100 Gramm. Und eingelegte Paprika. Das ist eigentlich so mein Favorite. Ja, ich weiß, es sind keine Kohlenhydrate dabei, aber das ist so mein einfach das normale Essen, wenn ich nicht wirklich hart trainiere. Mit dem Pet war das eine ganz andere Nummer. Da habe ich das ja gelernt. Also kommst du da noch nicht so wirklich richtig ans Ziel mit dem Frühstück. Dann das Mittagessen sieht ja ähnlich aus. Also relativ nicht so viele Kohlenhydrate. Also da sind keine 50 Gramm Kohlenhydrate dabei. Also du kommst nicht zu Potte auf 2.500 Kalorien. Und da musste ich echt umschwenken. Und jetzt, also man könnte echt denken, also ich habe ein Verhältnis mit Pat. Jedes Mal, wenn ich anfange mit meinem Meal Prep, denke ich immer an Pat und sage, du musst an diese scheiß 2.500 Kalorien kommen. Wie kriegst du es hin? Okay, nimmst du Haferflocken. Ich fange jetzt wieder an mit Milchreis und esse eine vierte Mahlzeit. Ich flippe da aus. Und gleichzeitig kommen wir jetzt zu diesem Thema. Jetzt musst du das Ding mit dem Pen wuppen, diesen Mengen. Für mich sind das richtige Mengen, die ich gerade zu mir nehme. So, mit der Pumpe easy. Weißt du, da stelle ich dir ein, mach verzögerte Kohlenhydrate, also halt Eiweiß, Fett, Proteineinheiten eben, ne? Und dann lass diese Sache laufen. Wie machst du das, Pet, wenn du dir, also sag ich mal, du machst jetzt, weiß ich, wie viel Kohlenhydrate hast du bei, wenn du aufbaust? Was isst du zum, was isst du da morgens, ja, Mittag, abends? Also ich würde sagen, im Lauf des Tages, also jetzt so grob gepeilt, sind es wahrscheinlich so 300 bis 400 Gramm Kohlenhydrate. Alter, das ist, okay. Und du hast ungefähr 4000 Kalorien, meintest du, ne? Ja, also irgendwas so 3 bis 3,5. Es kommt natürlich dann, also, kommt auf das Startgewicht quasi an. Aber ja, als ich mich überlegen, so um die 90 Kilo gewogen habe oder 89 rum, da waren es dann 3,5. Ja. Okay. Dürfte ich direkt schon eine Frage stellen oder willst du erstmal übernehmen, Sascha? Schieß los. Okay. Also, was mich am krassesten interessieren würde, weil ich ja auch so ein bisschen in dem Game drin bin, Thema Proteinsynthese. Passiert ja ungefähr alle 3 bis 5 Stunden. Deswegen sollte man ja eigentlich schon schauen, dass man Proteine am besten direkt nach dem Aufstehen schon irgendwie drin hat, ein paar Mal verteilt über den Tag. Also ist jetzt einfach mal mein Wissen, korrigiere mich, wenn nicht. Und eigentlich auch, wenn es geht, möglichst abends nochmal irgendwas mit, also halt irgendwie Eiweiß zu sich nimmt, dass man einfach die Nacht relativ abdeckt halt. Also weiß ich nicht, ich trinke dann immer dieses Clear, halt irgend so ein Zeugs. Und das stelle ich mir mit Pen wirklich schwierig vor. Wie machst du das abends? Weil wenn du abends Eiweiß zu dir nimmst, also gerade so wirklich vorm Schlafen gehen gefühlt. Wie? Das wirkt ja erst nach 3-4 Stunden. Also Punkt Nummer 1, wann du das Eiweiß zu dir nimmst, ist völlig irrelevant. Also du musst nicht direkt nach dem Aufstehen platt gesagt einen Shake reinballern oder sonst irgendwas. Da geht es eher um die Gesamtverteilung. Ja? Und wenn du jetzt abends zum Beispiel quasi keine Proteine mehr offen hast, in Anführungszeichen, weiß nicht, in welchem Szenario das jemals vorkommen würde,
dann müsstest du auch kein Eiweiß essen. Ja, also musst du nicht. Es geht um die Gesamtaufnahme. Okay. Ja? Also die genaue Uhrzeit spielt keine Rolle. Ja, ich sag mal, im Leistungsbereich macht es dann halt Sinn, die Proteinsynthese regelmäßig in Intervallen einfach zu triggern, ja, um halt diese, also Muskelaufbau einfach zu maximieren. So, jetzt ist aber die Frage, wie groß ist die Differenz, ja, zwischen, okay, wir haben Gesamtmenge an Eiweiß, wir haben eine bestimmte Proteinsynthese, also Muskelaufbaurate, ja, und die Differenz zwischen der maximalen Muskelaufbaurate. Das ist für den Lifestyle-Sportler kaum relevant. Also wenn du auf die Bühne willst, würde ich es machen. Wenn nicht, würde ich es nicht machen. Ja? Wie machst denn du das dann? Also wann ist deine letzte Mahlzeit? Also ich hab meine Ernährung quasi, mache ich in Blöcken. Also jede Mahlzeit besteht quasi aus 50 Gramm Eiweiß. Mhm. Ja? Ich esse vier Mahlzeiten und komme auf 200 Gramm Protein pro Tag. Punkt. Aber wann ist die letzte Mahlzeit? Weil das ist das, was mich interessiert. Ach so, ich pack das nicht so mit nachts. Wenn ich gleich mit dem Podcast vorbei bin, dann ist es 9:30, ja. Dann esse ich dann halt da die letzte Mahlzeit. Ansonsten ja, meistens so 8, 9 Uhr, vielleicht mal 7. Also ist ganz unterschiedlich. Ich mache mir da ehrlich gesagt keinen Kopf, weil, und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, ich schaue, dass ich quasi mein Protein oder das, was ich an Blutzuckerschwankungen in Anführungszeichen übers Protein kriege, einfach über Basalrate decke. Oh, krass. Also, wenn ich regelmäßig Protein nehme, habe ich immer quasi den gleichen Blutzuckeranstieg. Ja. Also kann ich ja davon ausgehen, vor allem wenn ich immer um die gleiche Uhrzeit esse, ungefähr. Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass es innerhalb von einer Stunde irgendwie einen großen Unterschied machen würde. Also gucke ich, dass ich eine Basalrate habe, die mir ermöglicht, auch nur mit proteinreichen Mahlzeiten einen stabilen Blutzucker zu haben. Mhm. So, that's it. Nice, okay, ja, das war eigentlich die Key-Antwort, die ich jetzt gebraucht habe. Ja, heißt jetzt aber im Umkehrschluss, Pat, wenn, jetzt nehme ich dir mal das Protein weg, müsstest du deine Basalrate wieder anpassen? Wahrscheinlich. Würde aber keinen Grund einfallen, wieso ich kein Protein essen sollte. Also für alle Anfänger da draußen, Pat ist Profi. Ja, ja. Basalrate korrigiert nicht den normalen Blutzucker per se, vorsichtig formuliert. Also das heißt, es wird kein Essen mit einer Basalrate gepuffert. Aber Pat hat es eben gerade richtig gesagt, es ist sein Trainingsleben. Also sein Leben ist in dieser Art getaktet. Das heißt, das ist seine Basalrate für seinen Lebensalltag. Ja, kommt also nicht auf die Idee, weil er sagt, heute esse ich Pizza, deswegen spritze ich mir 3 Einheiten Basalrate mehr am Abend. Das ist ungünstig. Ja, also Pat, grätsch rein. Also ich glaube, so in der Art kann man es bei dir sehen. Bei dir ist es halt einfach normal. Und deswegen sagst du, naja, mit der Basalrate angepasst ist das auch normal. Gilt zum Beispiel auch, wenn man in einen großen Wettkampf reingeht. Also wenn du zum Beispiel im Triathlon unterwegs bist und dann irgendwie 7, 10, 14 Stunden rumtingelst, kannst du nämlich auch einfach die Basalrate reduzieren mit dem Pen. Weil du weißt, du hast je nachdem, was du für ein Level hast, dann hast du nämlich dann echt die Arschkarte. Wichtig ist nur, dass du Basalrate hast. Ja, oder dass du halt Insulin im Körper hast, wenn du halt nichts hast. Dumm. Oder eine gewisse Menge an Insulin macht durchaus Sinn. Auch rund ums Training einfach. So eine kleine Insulinmenge. Das ist einfach eine ganz gute Sache. Okay, also ist spannend. Das heißt, du machst es jetzt mit der Basalrate. Es gab aber eine Zeit davor, wo du ja angefangen hast und nicht jetzt auf die Idee kamst mit der Basalrate. Wie hast du denn dann das mit dem Pen auf die Kette bekommen? Boah, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau beantworten. Also wo ich mich damit, ich sag mal, mit der Thematik mehr auseinandergesetzt habe, wo mir quasi mein Blutzucker nicht scheißegal war, ja, haben mich auch Proteine irgendwie nicht so interessiert. Also erst als ich tatsächlich Leidenschaft am Training entwickelt habe, habe ich gedacht so, okay, eigentlich müsstest du jetzt auch noch irgendwas in der Ernährung machen. Mhm. So, und dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich einen beschissenen Blutzucker habe ich beschissene Trainings. Und das fand ich dann richtig scheiße.
Ja. So, und dann habe ich tatsächlich angefangen. Das war die erste, in Anführungszeichen, Diät oder Ernährungsform, die ich verfolgt habe, war eine ketogene Diät. Da gibt es halt gar keine Kohlenhydrate. So, und da bin ich dann zwangsweise ja über die Basalrate quasi auf einen stabilen Blutzucker gekommen. Hm. Weil es gibt keine Kohlenhydrate, es gibt keine Blutzuckerschwankungen im Laufe des Tages. Das heißt, ich konnte auch keinen Bolus geben, ja, sondern ich musste einfach über eine langsame Insulinzufuhr meinen Blutzucker stabil halten. Und das habe ich immer über die Basalrate gemacht. Mhm. Aber also, auch da, Leute, ne? Das geht ja nur, wenn du wirklich regelmäßig, in regelmäßigen Abständen diese Mahlzeiten hast. Weil wenn du dann auf einmal sagst, ich skippe jetzt und mache so Intervallfasten 18-6 oder so, dann wird es ja eher, also dann wird es dich ja irgendwann schon runterreißen, oder? Wenn du so einen riesen Zeitraum also, hast. Ohne... Ich denke, wenn ich das wirklich tagtäglich machen würde, ja. Ich habe jetzt aber auch Tage, keine Ahnung, da habe ich teilweise... Das habe ich jetzt vor 2 Wochen oder so das letzte Mal gehabt. Da habe ich um 17 Uhr das erste Mal gegessen. Das war dann ein Fake. Und davor habe ich nichts gehabt. Und ich habe wann war das denn? Von 12 Uhr an habe ich tatsächlich gearbeitet, Gewichte geschleppt, alles Mögliche. Ja, aber ich hatte einen wunderbar stabilen Blutzucker. Ja, da war die Basalrate tendenziell sogar zu hoch. Mhm. Ja, weil dann zwischenzeitlich, ja, aber das war jetzt auch auf Basis der Bewegung, ich glaube, wenn ich die Bewegung nicht hätte, dann hätte ich die Basalrate, oder dann hätte ich da auch keine Gummibärchen zwischendurch futtern müssen oder sowas. Ja. Können wir das mal testen? Kannst du das mal testen? Ich finde das schon spannend. Also das wäre ja, wie kann das sein, dass wenn du eine erhöhte Basalrate hast, die eigentlich Proteine abdeckt, du die aber jetzt weglässt und dann um 17 Uhr erst isst, dass du stabil also, bist. Das nennt sich dann metabolische Flexibilität. Ja, also das musst du dir aber einfach beibringen, weil der Körper verstoffwechselt ja rund um die Uhr irgendwelche Energiesubstrate. So, in den meisten Fällen, die meisten Körper, das ist ja das große Problem heutzutage, wenn es um Gesundheit geht, sind nicht mehr in der Lage, irgendwie Fette zu verbrennen. So, der Körper läuft einfach, keine Ahnung, holst du irgendwas beim Bäcker, dann holst du dir ein Latte Macchiato, was weiß ich, ja, bei Starbucks, und hast die ganze Zeit Kohlenhydrate im Blut. So, super für den Kohlenhydratstoffwechsel, ja, aber dann lass das mal weg, was passiert? Oh, ich habe keine Energie. Ja, woher denn auch? Der Körper ist gar nicht in der Lage, vom Kohlenhydratstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel zu switchen. So, wenn ich das mache, mein Körper ist dazu in der Lage. Das heißt, wenn er Kohlenhydrate kriegt, nimmt er Kohlenhydrate. Wenn er keine kriegt, baut der Ketonkörper. Also ich kann beides. Deswegen wird es bei mir wahrscheinlich auch viel, viel besser laufen als, ich weiß nicht, jemand, der 20 Kilo Übergewicht hat beispielsweise. Ja, und dann, ich mache mal eine Ernährungsumstellung. Ja, ist scheiße, ich habe keine Energie. Zweitens, Diabetiker, scheiße, ich brauche viel, viel weniger Insulin. Ich habe ganze Zeit nur Unterzucker etc. pp. Ja. Also das ist, der Körper muss das lernen, um zu switchen. Mhm. Ja. Und dann sind auch längere Fastenperioden kein Problem. Ja, gibt Sinn. Hey Sascha, jetzt haben wir uns was vorgenommen. Ich sag's dir, das ist nicht so viel. Aber was du vorhin gesagt hast mit meiner, wo ich hier diese Fleischeskalation hatte, da habe ich ja wirklich null trainiert. Da war ich in Tüsten, Österreich, und da war eigentlich nur Fressen. Also es ist wie das große Fressen, und ich glaube, selbst das war nicht groß gegenüber uns. Ja. Ich würde jetzt auch so vom Gefühl fast behaupten, wenn ich einfach ordentlich trainiert hätte, ich hätte meine Einheit abgespult, und es ist ja nicht so, das kann ich euch sagen, ich habe eine Stunde, also ich habe 4 Stunden die Woche trainiert, also jedes Mal eine Stunde, wenn ich die Trainingseinheit abgespult habe vom Pad. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist eine Stunde? Und ich merke es ja jetzt fange ich ja wieder ein bisschen an. Das ist geil. Also du kannst halt wirklich, und ich fresse ja jetzt dann, also für mich ist es ja schon wieder fressen, was ich da mache, aber du merkst, dass der Körper sagt, hey, geil, danke. Und als Dankeschön heißt es, dein Blutzucker eskaliert nicht. Ich habe letztens gegessen, was habe ich mir da reingeballert? 200 Gramm Reis, klar, ein Haufen Proteine. Gekocht und ungekocht? Also ich esse nur trockenen Reis, ungekocht. Nein, aber wie hast du es abgewogen? Hast du 200 Gramm gekochten Reis? Ja, gekochten,
Ja, abgewogen. Das sind Voll. dann, ja, sind 48, 50 Gramm ungefähr. Ja, also Der Beutel. drei, Beutel, ja. das ist eine Portion. Das reicht doch, 50. Das war viel auf dem Teller für Es mich. reicht. Man kann Ja. jetzt mehr fragen, für was denn? Ja, für mich. Ja. Und, Ja, aber das ist schon gut. Für manche ist aber, es auch eine Nummer. ja, Also. aber normalerweise würde ich das jetzt einfach so essen, ohne großartigen Sport. Ich habe das echt gemerkt. Das heißt, ich habe das ganz normal gespritzt. Und das war einfach geil, weißt du? Das lief dann einfach. Und da hast du einfach wirklich gemerkt, ja, es ist halt unabhängig, ob wir Diabetes haben, wenn du dir dein Essen verdienst, dankt es dir dein Körper. Und zwar in Form von keiner Eskalation in der Blutzuckerspitze, weil was für die Normalos dann halt auch eine Insulinspitze bedeutet, heißt für uns keine Insulinspitze, weil das Insulin halt fehlt. Wir es hinterher schießen mit einem Wutbolus, ja. Aber das war wieder so ein Aha-Erlebnis. Und da habe ich mir auch überlegt, wie werde es, und ich werde es ja jetzt rauskriegen, weil ich es ja dann testen werde, wie verhält sich das dann, wenn ich auf den Pen umsteige und dann einfach brav trainiere? Ja. Also vielleicht mal ein Beispiel so von mir aktuell. Wenn ich zum Beispiel ein Beintraining von mir beendet habe, ja, dann kann ich die nächsten 24 Stunden jede Kohlenhydrateinheit, die ich nehme, einfach mit der Hälfte meiner Bolusrate abdecken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Gramm Kohlenhydrate habe und normalerweise eine Einheit dafür gebe, reicht es, wenn ich eine halbe gebe. Und das im Verlauf von 24 Stunden. Das ist geil, okay. Jetzt muss man dazu sagen, nur weil du Beine trainierst, heißt es nicht, dass du den gleichen Effekt hast, ja? Ja. Sondern du musst dann Beine wie ich trainieren. Ja, wahrscheinlich muss ich gar nichts spritzen, wenn ich das mache. Aber es kommt schon auch auf die Körper an, oder? Also, das habe ich zum Beispiel noch nie gehabt und ich trainiere, also jetzt natürlich nicht, ne? Ich war auf Reisen, aber vor der Reise dachte ich auch, ich gehe mal auf die Bühne. Also ich war schon hardcore im Training. Ja. Und ich war nie so empfindlich. Also bei mir, mein Körper hat es einfach geschluckt, da war so. Okay. Ich war am Limit. Also ich habe so trainiert, dass ich danach erstmal ausgenockt war. Ich war dann so, alles klar. Am Anfang auch Beine trainiert. Das ging bei mir gar nicht, weil ich dann an dem Tag gar nichts mehr machen konnte. Ich war einfach nur noch fertig, aber da Okay. war auch weggesteckt. Also. Ja, da kommt es dann auch darauf an, in welchem Wiederholungsbereich arbeitest du zum Beispiel, weil du willst ja dann Glykogenspeicher leeren. Wenn die immer teilgefüllt sind, hast du ja nehmen wir mal, also wenn die immer komplett gefüllt sind, hast du halt eine geringere Insulinsensibilität. Ja, klar. Klar, ne? Es kann einfach weniger eingelagert werden. Ist halt kein Platz da. Mit welchem Bereich leerst du sie dann eher? In welchem Wiederholungsbereich? Also ich würde jetzt, also ganz grob würde ich sagen, irgendwo zwischen 10 und 20. Und darüber Ah. hinaus ohnehin, ja. Aber 10 und 20, da befindest du dich halt voll in der, ich sag mal, in der Glukoseverwendung. Ja. Alles Okay. darüber hinaus könntest du quasi auch noch über Fette oder so abdecken. Aber das ist halt so Zwischenspiel, ja. Ja, weil ich war immer in weniger, das weiß ich auf jeden Fall. Also ich arbeite eigentlich immer so in 6 bis 12, also je nachdem, ne, aber Ja. ich mache eigentlich Ja, nicht. da würdest du jetzt zum Beispiel auch, da brauchst du ja eher so energiereiche Substrate, also so Phosphate wie Kreatin, ATP, also ATP ohnehin, ja, aber ja, Kreatin vor allem, ja. Und darüber hinaus, da wird dann halt Glukosestoffwechsel, da ist der gut aktiv, ja. Also ich kann mich mal dran erinnern, ich hatte einmal die Hand gebrochen. Konnte halt keine Kniebeuge machen. Ja? Dann habe ich von so einer ganz tollen Challenge gelesen, die dann hieß: Okay, eigenes Körpergewicht Ah ja. als Langhantelgewicht, ja, und dann 50 Wiederholungen damit machen. Also, sprich, ich habe damals, glaube ich, auch 80 Kilo gewogen oder sowas. Also 80 Kilo auf die Langhantel in Gänze und dann 50 Kniebeugen ohne Absetzen. So, jetzt hatte ich die Hand gebrochen. Ich konnte das Ding also nicht halten. Dachte ich: Ah, okay, gehst an die Beinpresse. Beinpresse ist ja viel leichter. Also nimmst du einfach das doppelte Körpergewicht, machst dann 50 Wiederholungen. Ich habe es gemacht, ja, und wer hätte es gedacht, im Laufe von 24 Stunden habe ich, glaube ich, einfach immer so zwei Packungen Datteln gefressen, ja, dass der Blutzucker halt stabil war. So, also wer jetzt ein Kaloriendefizit erwirken möchte, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt das empfehlen. Aber es geht einfach nur, ich konnte die Kohlenhydratmenge von zwei Packungen Datteln, das sind 400 Gramm wahrscheinlich, einfach essen, ohne einen Tropfen Insulin zu benötigen. Ja.
Wir können das ist halt, das ist halt Wahnsinn. Da kommt es natürlich auch dann wieder darauf an, wie groß ist überhaupt die Kapazität an Glykogen im Körper. Ja, wie viel Muskulatur hast du? Wenn du mehr machst, wenn du mehr hast, kannst du mehr einspeichern. Wenn du mehr gearbeitet hast, mehr verbraucht hast, kannst du wieder mehr einspeichern, etc. pp. Ne? Bei Frauen ist es halt geringer. Das ist ganz einfach. Ja. Ach, schon faszinierend. Nee, aber ich gebe dir auch komplett recht. Also bei mir ist es beim Wandern so, wenn ich halt so eine 3-Tages-Wanderung mache, ab spätestens Tag 1 merke ich dann, dass ich dann auch über Nacht die ganze Zeit eigentlich, also die Basalharte runterstellen muss, sonst muss ich die ganze Zeit fressen. Also dann ist ja, aber wandern ist so geil. Wandern ist doch geil. Also du kannst im Prinzip abends in jeder Hütte kannst du immer einen Kaiserschmarrn fressen und es passiert eigentlich nichts. Ist so, Leute, geht wandern. Würde ich jetzt nicht empfehlen, mach lieber Beinpresse. Ich wollte gerade sagen, bist du schneller wieder zurück? Ist auch ganz cool. Ja, bei der Beinpresse brauchst du 5 Minuten. Ja. Na, ist wirklich so. Pat, wenn du jetzt mal sagst, okay, ich mache heute irgendwie so eine Fleischeskalation, wie spritzt du oder spritzt du generell keine Fettproteineinheiten? Ja, also. Eskalation, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt grillen. Ja. Also, genau, ich wollte sagen, wir zwei grillen, da kann ich dir garantieren, Eskalation, ansonsten würde ich nie wieder mit dir grillen. Ja, safe. Also ich muss dann tatsächlich im Verlauf von, also der nächsten Stunden, musst du halt immer wieder ein bisschen Insulin nachgeben. Okay, also ist das bei dir auch der Klassiker? Genau, das lässt sich gar nicht verhindern. Zweite Option, die du hast, Bewegung. Ja. Ja. Das kannst du machen. Dritte Sache, die ich immer empfehle, einfach exorbitant viel Wasser trinken. Ohne Witz, ich habe genau das Gleiche gerade auch gedacht. Ich so, ja. Oder Wasser, ja. Einfach also durchspülen. Das sind so drei Sachen, die du machen kannst. Ja. Okay. Also so einen schönen Abendspaziergang nach dem Grillen, am besten noch 3 Liter Indus, dann kannst du immer noch die ganze Zeit das Klo nehmen. Aber. Also ganz ehrlich, für mich, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich hole mir, ich gehe Freitagabend zum Beispiel essen oder so und hole mir ein 500 Gramm Tomahawk. So, ist egal. Ja. So, die Nacht ist gelaufen. Ja. Also, da kannst du machen, was du willst. Ja? Deswegen war es halt auch meine Frage, weil wenn ich jetzt auf Penn umsteigen würde wenn ich auf Penn umsteigen würde und ich lebe das aber so mit diesen alle 3 bis 5 Stunden, weil ich schon versuche, Maximum rauszuholen. Ich bin da ein bisschen gestört, aber ist ja egal. Da dachte ich so, wie mache ich denn das? Weil mit Pumpe kann ich einstellen, verzögerter Bolus, alles klar. Ja. Und mit Penn, so wie ich es jetzt auf jeden Fall verstehe, ich habe entweder die Wahl, okay, ich lege es drauf an, dann muss ich aber immer in der Nacht aufstehen und nochmal reinspritzen. Oder ich sage halt Scheiß auf die Gains und gehe halt, esse halt früher die letzten Proteine und sag ja. Also ich sag mal, wenn du 3 Mahlzeiten hast, würde ich halt meine Proteine auch auf diese 3 Mahlzeiten aufteilen. Ja, plus vielleicht einen kleineren Snack, also wie auch immer. Die Probleme entstehen eigentlich nur, wenn mal eine Mahlzeit voll aus der Reihe tanzt. Ja. Also wann isst du denn mal 500 Gramm Entrecote? Also bestimmt nicht jeden Abend. Ja, nee. Ja genau. Selbst du nicht. Ja? Also das sind so Ausnahmen. Mhm. Ja. Aber wenn die geregelten Mahlzeiten da sind, hast du auch immer geregelte Blutzuckerspitzen oder überhaupt keine. Also du hast ja immer die gleiche Wirkung. Also kannst ja auch die gleiche Maßnahme ergreifen. Hast du auch das Gefühl, dass manche Proteine anders wirken? Weil zum Beispiel das jetzt, also dieses Moclear oder wie das heißt, Isoclear, ich habe das Gefühl, das lässt mich nicht so krass ansteigen. Also wenn ich mir das abends reinziehe, sind ja trotzdem 25 Gramm Eiweiß, passiert nichts. Also, das wird bei mir wie Papier im Kamin, das wird sofort umgesetzt bei mir. Also heißt? Ein Shake, wenn ich einen Shake trinke, muss ich den spritzen, als ob ich jetzt Reis esse. Also das oder Haferflocken. Haferflocken ist noch schlimmer. Das eskaliert bei mir fast sofort. Haferflocken haben ja auch Kohlenhydrate, aber das Ding hat ja kaum. Ja, ich sage jetzt nur das Prinzip. Also Haferflocken eskaliert mein Körper ratzfatz. Und beim Eiweißshake muss ich das genauso. Also dass ich eigentlich nicht sogar schon vorher das Insulin spritze, ist eigentlich schon fast alles. Also beim Shake eskaliert bei mir mein Körper sofort. Also okay, ich weiß jetzt nicht, was in dem Isoclear für eine Proteinsubstrat drin ist, also für eine Proteinzusammensetzung. Also Molke einfach, so, oder was meinst du? Molkenprotein ist das. Genau, also so, da haben wir es schon. Also Molkenprotein lässt zum Beispiel, ist nicht so insulinogen, also das heißt, lässt den Blutzucker nicht so stark ansteigen. Ah. Ja, wenn du jetzt ein Whey-Protein hast oder noch ein Isolat,
Das ist sehr insulinogen. Ja? Hat folgenden Grund. Du hast in Whey und also allen Whey-Formen, ob es jetzt Isolate sind oder so, hast du einen sehr hohen Anteil der Aminosäure L-Leucin. Genau. Und diese Aminosäure ist verdammt insulinogen. Du könntest den gleichen Effekt quasi erzeugen, wenn du nur Leucin zu dir nehmen würdest. Da gibt es ja auch diese BCAA, ja, die, also würde ich keine empfehlen, die zu kaufen. Ja, aber du kannst ja, also so eine essentielle Aminosäurenmischung ist halt schon eine gute Idee. So, wenn du die allerdings einnimmst, ich sag mal so 10 bis 20 Gramm, ja, ist schon eine größere Portion, dann darfst du da auch Insulin geben, als wenn es tatsächlich Kohlenhydrate wäre. Mhm. Also das ist, das steht außer Frage. Das erklärt es dann auch bei mir, weil bei mir ist es ja dieses Triple Chocolate, heißt ja dieses Whey. Ne. Ja. Also wenn du das dann auch noch mit Milch trinkst, Milch hat ja gleichen, ist ja auch sehr insulinogen, ja, dann steigt der Blutzucker nochmal. Darüber hinaus gibt es aber auch individuelle Unterschiede. Also Beispiel bei mir, Haferflocken machen jetzt nichts. Ja? Zum Beispiel abends nichts. Ja? Wenn ich die morgens esse, raste ich komplett aus. Ja. Also da kann man dann mit einem Spritz-Ess-Abstand arbeiten und so weiter. Da gibt es einen super interessanten TED-Talk darüber, wo halt dieser Freestyle Libre das erste Mal getestet wurde. Aber nicht an Diabetikern, sondern einfach an Leuten, die abnehmen wollten. Und die haben getestet, okay, welche Diät ist jetzt für wen die beste? So, und die einen sind auf, keine Ahnung, auf Vollkornnudeln komplett ausgerastet, konnten aber gleichzeitig Ben Jerry's essen, als wenn es Salat wäre. Ja, also ein Träumchen. Nur ein Beispiel. Das heißt, nicht dieses oder jedes Lebensmittel ist gut oder schlecht oder lässt den Blutzucker steigen, sondern es kommt darauf an, wie dein Körper einfach darauf reagiert. Das ist eine komplett individuelle Sache. Ja. Zu den Aminosäuren dürfte ich dich trotzdem kurz fragen und dann bin ich auch durch mit meinen 1000 Fragen. Welche wären denn dann, weiß ich nicht, warum das Wort jetzt ist, nicht so insulinogen? Also welche sind besser im Endeffekt? Also Leucin wäre ja insulinogen, ne? Ja, also was heißt besser? Also letzten Endes kein anderes Produkt oder kein anderes Supplement außer so Aminosäuren, also essentielle Aminosäuren, würden als Einzelgabe meines Erachtens Sinn machen. Es sei denn, es ist tatsächlich zu therapeutischen Zwecken. Ja, deswegen, also die anderen, da gibt es jetzt auch keine großen Statistiken, weil es in der Trainingswissenschaft spielen halt Leucin, Isoleucin und Valin, halt die verzweigkettigten, das sind diese BCAA, spielen eher eine große Rolle. Deswegen sind die halt auch studienmäßig gut untersucht. Die anderen spielen halt beim Muskelstoffwechsel eher eine untergeordnete Rolle. Deswegen gibt es dazu wenige Studienunterlagen. Ja. Okay, nee, alles klar. Nee, ich dachte jetzt eher, weil das ist ja gut zu wissen, wenn man jetzt weiß, hey, so ein Clear, das hat dann eher, also das reagiert nicht so, ist ja umso besser, weil dann weiß ich genau, okay, dann setz ich extra diese Proteine eher gegen abends, damit ich mir dann... Genau, das wäre zum Beispiel eine Idee. Ja. Aber cool. Ich die ganze Zeit schon wieder Hunger, gell? Ja, wir quatschen über Essen, über Fleisch, über Proteine. Also Steak. Ich hab schon vorhin gegessen, aber weißt du, was ich mache? Weil das geht nicht immer. Das habe ich durchs Training auch gelernt. Auch wenn du satt bist, trinken geht immer und kriegst du immer noch irgendwelche Kalorien rein. Und das werde ich nachher machen. Ich mache mir also so den Mega-Assi-Shake, ein Whey-Protein, Haferflocken, ja, Magerquark, so was. Ja, und Milch. So, und Nüsse habe ich auch noch. So, und das haue ich rein. Vorteil ist natürlich jetzt mit der Pumpe drauf geschissen. Ja. Ja, klar. Aber das wäre, Pat, wäre jetzt zum Beispiel für mich sehr spannend, wie man das mit. Also, ich kann dir jetzt auch wirklich sagen, was ich nachher mache. Ich werde 50 Gramm Haferflocken reinhauen. Oh, ich habe sogar noch eine Banane. Also 50 Gramm Haferflocken, 250 Gramm Magerquark, 30 Gramm Whey-Protein und zwar Triple Chocolate. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich die Banane reinknall. Also, allein wegen der Banane habe ich schon mal die 24 Gramm sowieso on top von den Kohlenhydraten. Aber was würdest du jetzt mit dem Pen bei so einer komischen Nummer spritzen? Ich meine, das ist jetzt total bescheuert, was ich jetzt nachher mache, aber meine Pumpe regelt es nachher, das weiß ich. Also ich kriege einiges wegkorrigiert, aber falls es da irgendwelche Fails dabei sind, macht die Pumpe das in der Nacht klar. Also wenn ich das
als letzte Mahlzeit essen würde, würde ich schauen, dass der Abstand zum Schlafengehen etwas größer ist. Also, wir haben 21 Uhr, das wird spannend. Bitte? Wir haben 21 Uhr, das wird spannend. Also sowas würde ich jetzt nicht zum Beispiel gegen 10 Uhr oder so noch essen. Mhm. Weil das macht überhaupt, also es macht keinen Sinn. Ja, ja gut, dann muss ich was anderes essen. Wie bitte? Ich habe auch um die Uhrzeit sowas noch nie, aber ich habe so Hunger jetzt bekommen durch unsere Gequatsche. Aber also du kannst ja sowas essen. Also ich habe es auch öfters mal versucht, dann irgendwie noch, ich weiß nicht, Insulin ins Bein oder so funktioniert, aber... Ich habe auch gedacht, oder so Mischinsulin. Es gibt auch so Insulin, die dann ein bisschen länger... Also ich finde, das sind zu viele Stellschrauben. Ja. Ne? Ja. Also... Erstmal, du hast gar keine Ahnung, wann welcher Nährstoff im Blutkreislauf landet. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du noch ein bisschen Gemüse im Magen, so dann musst du länger verdaut werden. Ja, keine Ahnung. Also das ist ja dann mehr oder weniger Wissenschaft für sich. Aber bei sowas will ich das nicht auseinanderbröseln. Ist auch gar nicht feststellbar. Ja. Wenn ich wirklich sage, okay, jetzt kommt eine größere, jetzt muss ich abends noch eine größere Mahlzeit essen, dann versuche ich die vorzuziehen. Ja? Mhm. Und wenn ich sage, ich komme richtig spät nach Hause, dann habe ich meine größeren Mahlzeiten aber im Laufe des Tages, damit ich halt einfach da nicht in die Bredouille gerate. Weil wenn die Nacht scheiße ist, ist der nächste Tag auch beschissen. Mhm. Hast dann auch nichts davon. Ne? Ja, das ist der Vorteil mit dem Loop. Ne? Da kriegst du nichts mit, da gehst du scheiße ins Bett und wachst morgen mit 100 auf. Nicht immer, aber ziemlich oft. Ja. Ja, das ist, ja, ich glaube, jetzt wurde das mit der Uhrzeit, weil ich kriege natürlich da, das wird schon, vielleicht mache ich es trotzdem. Also irgendwie Bock drauf. Egal. Ich werde berichten. Jetzt kannst du ja auf jeden Fall. Das ist ja jetzt für dich, sagst du ja selber, kein Problem. Ja, mit dem Loop sowieso nicht. Ja. Also das, und wenn es nachher so ist, wie sagt der bügelt es ja glatt. Wenn du das mit diesem TED-Talk irgendwie vielleicht nochmal findest, ich habe es gerade versucht zu finden auf Anhieb, aber leider nicht gefunden, schick mir das mal durch, das packe ich in die Shownotes, vielleicht für die es dann wissen wollen. Ich gucke mal nach. Ja. Kurz mal da. Also guckt in die Shownotes, wenn ihr Glück habt, ist was drin, wenn nicht, möp. Dann halt nicht. Ja, also haben wir gelernt, Fettproteineinheiten, wenn ihr regelmäßig trainiert und ordentlich trainiert, kann man mit dem Gedanken spielen, das auch mal vielleicht über die Basalrate abzudecken, aber das einfach wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen, ihr müsst euch ja damit auskennen, also bist du ein Anfänger, Finger weg. Dann haben wir jetzt auch gerade gesagt, spielt mit Spritz-Ess-Abständen, wenn du halt Fettproteineinheiten isst, splittet der PET es auch, würde ich jetzt nicht genauso machen. Weil ich habe eine mal kennengelernt, die spritzt das alles auf einmal und ihr macht das nichts. Also sprich, wenn sie 4 Fettproteineinheiten hat, spritzt die einfach sofort mit. Okay. Ich würde sofort in den Unterzucker kommen. Ich habe keine Chance, also wenn ich das machen würde. Vielleicht mache ich mich damit unbeliebt, aber ich berechne diese Einheiten gar nicht. Also Fettproteineinheiten, ich rechne da null mit, weil ich gucke einfach nur, was passiert mit dem Blutzucker und wie kriege ich es abgedeckt. Wie hoch das jetzt ist, das ist mir völlig Latte. Hauptsache, ich habe einen stabilen Blutzucker. Ja, aber Pat, auch das funktioniert. Ja, safe. Also, ne, es heißt immer so schön, Wissen ist Macht, aber ganz oft muss ich sagen, scheiße, wieso weiß ich denn so einen Rotz? Durch die Fettproteineinheiten habe ich Kopfschmerzen bekommen damals ohne Ende. Dadurch habe ich ja dann irgendwann die Excel-Funktion, irgendwann die App und irgendwann das Buch geschrieben, weil ich halt einfach gesagt habe, okay, Attacke, ich drehe jetzt mal völlig auf. Aber wenn man es nicht weiß, was hat man denn früher gemacht? Bis ich das wusste, hast du einfach deinen Blutzucker korrigiert. Oh, welch Wunder, und einen geilen HbA1c gehabt. Und ich habe damals schon gefressen. Also deswegen ich habe... sich da ja auch nicht... Ja, also ist sogar ein schöner, ne? Schöner Tipp, Michelle. Kann man sogar sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist gut zu wissen, dass es die gibt, dass man sich nicht wundert, was passiert da oder halt eben nicht für eine Pizza volle Kanne reinspritzt und dann runterrauscht, dass man einfach weiß, warum das nach hinten kommt. Aber ich finde, Ziel sollte es sein, dass du dein Essen anguckst und einfach vom Gefühl her, das nennt man halt das Gefühl, aber man weiß es halt dann, spritzt man halt dann so viel. Der Pet schaut sich sein Steak an und weiß, alles klar, da verhaue ich jetzt 5 Einheiten rein und verteile die so. Das sind die FPE, aber er muss es ja nicht genauso betiteln. Er kann einfach sagen, ich spritze halt danach nochmal so viel rein. Also das sollte das Ziel sein, dass du irgendwann weißt, für eine Pizza so viel, für einen Burger so viel, für die Pommes das.
Und mehr braucht man da nicht. Du musst da nicht mit einem Taschenrechner neben deinem Essen sitzen. Also. Yes. Ja, habe ich früher gemacht. Echt. Das war echt krass. Hat Nee, also immer jeder gesagt, fang doch mal an zu essen. Also, nein, mir ist scheißegal, ob das jetzt kalt wird. Ich muss das jetzt ausrechnen. Und das war wirklich so. Alle waren dann völlig genervt. Mir war es immer völlig wurscht, dass die alle genervt waren, weil ich gesagt habe, und mich nervt es, wenn ich das jetzt nicht weiß, was ich da mache. Und früher war ich aber so entspannt und hast halt einfach korrigiert. Das ist so geil, gell? Nee, ich verstehe das voll. Also ich bin ja sehr mit dem FPE-Thema, gerade versuche ich es aufzuklären, aber eher, damit die Leute verstehen, was da passiert. Also den Kunden sage ich auch, am Anfang kannst du es dir auch ausrechnen, dass du es einfach mal raffst, aber wenn du einmal weißt, wie viel du für die Pizza spritzt, dann weg mit dem Scheiß. Also dann. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wen ich da mal im Podcast hatte. Zwei oder vier. Fertig. Das war immer ganz klar. Ja, zwei oder vier. Egal. Ja, wie? Große Portion? Vier. Hier kleine? Zwei. Der Körper kann schon auch einiges ab. Also wenn man einigermaßen seinen Körper kennt, dann muss man das auch nicht aufs Ding genau wissen. Also Und das, was ja auch Pat gesagt hat, ja, der Körper ist ja nicht so dumm, dass er sagt, wenn ich nichts kriege, mache ich nichts. ja. Ja, sondern wenn du ihn ordentlich pflegst und hegst, sagt er, ich bin auch gut zu dir und switche einfach in meinen Verbrennungsmodus. Wir haben ja auch Glucose gespeichert. Es ist ja nicht so, dass die Leber nur auf ständig leer genuckelt ist. Das wäre ja ungünstig, würden wir in der Nacht ja echt abkacken. Ja, Aber wie du aber. sagst, wichtiger Punkt ist, den halt auch wirklich dann zu pflegen und zu kennen und damit auch richtig Ja, zusammenzuarbeiten. und haben wir gelernt: Shit in, Shit out. So einfach ist es. Ja, gut, Langzeit-Insulin, das müsst ihr euch raussuchen, auf was ihr Bock habt. Also ich persönlich werde, ich habe es mit Tresiba einmal probiert, ich fand es ganz cool. Ich werde auch mit Tresiba wieder einsteigen. Ich hatte früher Protafan, aber ich werde Tresiba nehmen, warum auch immer. Vielleicht, weil es ein cooler Name ist. Nein, aber auch, weil es halt, es heißt ja immer bis zu, glaube ich, bis zu, war es, glaube ich, bis zu 3 Tage? Auf jeden Fall 2 Tage hat es ja immer geheißen. Aber ich habe es jeden Tag gespritzt. Ne? Und ich kenne auch die meisten, die es, glaube ich, genutzt haben, haben auch wirklich jeden Tag einmal gespritzt. Also nicht zweimal, sondern einmal. Pet, was spritzt du? Toujeo. Toujeo, okay. Einmal am Tag. Ja, das finde ich zum Beispiel auch geil. Also, es soll jetzt nicht heißen, sucht euch einen Langzeitinsulin aus, wo ihr nur einmal am Tag spritzen müsst. Aber auch das finde ich wieder angenehm, wenn du einfach weißt, du spritzt es halt einmal und dann ist gut. Und am geilsten wäre, ehrlich gesagt, wenn du sagst, hey, ich spritze irgendwann am Vormittag, das reicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Toujeo so der Fall ist. Ich gebe es abends. Okay. Bei mir ist so gegen 9 immer fertig. Pat, machst du auch ein bisschen Cardio oder machst du nur Kraftsport? Ich habe heute Cardio gemacht. Ja. Was hast du gemacht? Du hast dir irgendwo anders einen Kaffee geholt. Ey, ich hab halbe Stunde auf dem Fahrrad gesessen. Auf diesen quäl dich Teil. Ja, quäl dich teil. Ach, Scheiße. Aber Ist eine also, Actiontüte. wenn ihr denkt, Pat saß auf so einem Ergo oder ein Spinning, wo ich jetzt zum Beispiel drauf, diese Ergometer oder wie die heißen, das sind jetzt überhaupt nichts für mich. Also ich muss da schon was Richtiges haben. Aber Pat sitzt auf, also ich glaube damals, war das 100%, haben sie da irgendwas im Folterkeller gefunden, haben gesagt, das können wir doch hübsch machen. Und da könnten die Menschen trainieren, wenn sie Bock haben. Also, wie nennt sich das Bike? Nee, Airbike. Erdein oder auch Assault Bike. Saltbike. Assault, nicht nee, Assault. Salz, sondern Wirklich? Salt. Also, das ist ein mieses Ding. Das habe ich durch diese ganzen CrossFit-Games entdeckt zum ersten Mal. Um auf die Frage zurückzukommen, ob ich Cardio mache, jein. Also ich gucke, dass ich mein Cardio, würde ich jetzt sagen, ist meine alltägliche Aktivität. Ja. Und Cardio mache ich tatsächlich nur, um meinen Energieverbrauch dann zu erhöhen. So, und dann muss man halt natürlich in Diäten dann halt auch nochmal schauen, okay, übersteigt jetzt das Cardio, was ich mache, übersteigt das vielleicht mein Energielevel? Ja, also vielleicht ist einfach nicht die coolste Idee, jetzt noch eine halbe Stunde hochintensives Training anzuschließen, weil das ja dann anderes, dein Krafttraining, was ja Hauptaugenmerk Ja. ist, beeinflussen kann, weil du Energiereserven halt einfach triggerst. So, also im erst, also der erste Schritt, den ich mache, mehr Schritte machen und dann halt lockeres Cardio machen, falls tatsächlich das irgendwie, sag ich mal, benötigt wird. Ansonsten mache ich es nicht. Ja,
Jetzt gerade mache ich es einfach, um nur so eine Routine zu kriegen. Ich mache danach immer noch so ein bisschen Posing. Ja, das ist dann halt so mein Cardio. Ja, also das ist alles abseits so vom Krafttraining. Aber da liegt halt Hauptaugenmerk drauf. Und wenn ich 15 bis 20 Wiederholungen an der Beinpresse mache, ist das Cardio. Das ist auch Cardio, wollte ich gerade sagen. Also ich frage aus dem Grund jetzt eigentlich auch wieder nur wegen halt Pen, Pumpe, weil ich kenne das auch so, wenn ich auf Diät bin, dann erhöhe ich die Schritte, so viel ich kann. Also alles, was du gerade gesagt hast, manchmal mache ich dann halt aber trotzdem auch einfach wegen Herz-Kreislauf-System halt ein bisschen Cardio einfach mit rein, nichts Krasses. Aber wenn ich 30 Minuten joggen gehe, auch wenn es jetzt nicht high, also nicht high-intense, sondern einfach nur lockeres Joggen, rutscht mein Zucker trotzdem runter. Heißt, ich würde eigentlich Basalrate davor reduzieren, bliblablub, damit ich bloß nichts zu mir nehme, weil Diät. Oder mir ist so ein Plan, dass ich halt bewusst absichtlich einen Snack davor halt einplan und der ist in meinem Kalorien, was ich halt den Tag über brauche, halt mit drin. Machst du das dann so, dass du eben... Also was ich halt mache, ich mache das einfach so einen Moment, also situationsabhängig. Wir hatten ja gerade von Aminosäuren gesprochen. Was ich dann halt mache, wenn ich im Training bin, dann haue ich mir einfach essentielle Aminosäuren rein. Okay. 10, 20 Gramm, mein Blutzucker geht hoch. Stimmt. Ich habe zwar mehr Kalorien drin, aber das sind halt Proteinkalorien. Ja. So, das heißt, ich kann was für meine Proteinversorgung tun. Mein Blutzucker geht ohnehin hoch. Ja. Und es ist sowieso eine Minimalenergie, die reinkommt. Ja, also. Nee, klingt eigentlich super. Und dann kannst du einfach danach sagen, dann nehme ich halt nicht mehr die kompletten, weiß ich nicht, 30 Gramm, die ich danach genommen hätte, oder 50 Gramm in deinem Fall Protein, sondern habe ja eh schon irgendwie so 20. Also, ich sag mal, ich bin jetzt sowieso nicht jemand, der sagt, ey, du brauchst unbedingt einen Shake nach dem Training. Das ist ja völliger Bullshit, ja. Sondern selbst wenn du noch eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie wartest, dann machst du dir danach halt irgendeinen Quark oder was weiß ich, isst Reis und Huhn. Ja. Tofu, Spaß. Raus. Oh, die Michelle ist leider aus der Leitung gefallen. Hey. Langsam aus der Hassliebe wurde Liebe. Man muss nur wissen, wie man ihn zubereitet. Ja, Räuchertofu geht, aber danach hört es schon bei mir die Freude auf, ja. Ja, ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Wenn du halt irgendwann kein Fleisch mehr isst, dann wird halt alles lecker. Ich glaube auch, ja. Also, das ist ja wie in einer Bodybuilding-Vorbereitung. Da wird ja auch alles lecker. Ja, genau, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Du weißt doch einmal jeden Scheiß zu schätzen. Oh, das ist echt. Gestern war ich zum Grillen eingeladen und dann hat eine, also ich habe, ein Freund hat dann das Fleisch, der sagt, oh, das ist noch nicht ganz durch. Was heißt das? Und ich habe das gesehen, so, boah, nee, das kannst du nicht essen. Doch, doch, ich esse das. Ich so, echt jetzt? Das Ding lebt ja noch. Er sagt, nein, das ist gut. Und dann habe ich gesagt, gib dem Ding ein bisschen Strom, ein paar, drei, vier, fünf Stiche und dann kannst du es auf die Weide schicken. Ey, brutal, gell? Also, habe ich auch gedacht, also ich liebe ja schon Fleisch, aber da ist war auch sogar bei mir die Grenze, wenn ich dem Ding nachher nochmal einen Namen geben kann und dann sagt, und dann läuft es los und frisst bei mir dann den Rasen leer. Ne? Also da, rawr, muss man mögen, ja. Aber okay, ist ja so. Ja, dreiviertel Stunde haben wir voll. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich würde mal sagen, ihr habt verstanden, das Thema heißt Herantasten und nicht 1:1 Copy. Das funktioniert ja bei den meisten Diabetikern nicht. Wenn man sagt, ich mache das exakt jetzt auch so. Man kann sich überlegen, ob man es so macht. Man muss das halt immer ein bisschen so seinen Weg finden. Und ich würde auch immer sagen, ich hoffe, da nickt ihr immer fleißig ab. Alle Anfänger sollten ganz ernsthaft mit Diabetologen und Diabetesberatern erstmal sprechen, bevor die so eine Idee haben. Oder sie sollen wirklich zu Profis, Coaches gehen, die selber Diabetes haben und die genau das machen, was sie vorhaben. Ja, ja, aber es ist wirklich so, es ist schon higher level auf jeden Fall. Also war übrigens auch einer der Gründe, also Pat kannte ich ja, aber ich habe ihn ja zum einen verfolgt und zum anderen habe ich wirklich angefangen, mit ihm zu trainieren, weil er Diabetiker ist. Ich hätte ein Problem gehabt, ein Bodybuilding anzufangen mit einem Coach, der kein Diabetiker gewesen wäre, weil ich einfach
für mich persönlich so dieses Verständnis gebraucht habe, dass er weiß, pass auf, wenn du das machst, achte mal auf deinen Blutzucker oder wenn das und das ist, kannst du dich darauf einstellen, dass denn jenes passiert. Und das Geile ist, mit dem Blutzucker passiert gar nicht so viel beim Bodybuilding, habe ich gemerkt. Das war die geilste Überraschung ever. Im Triathlon-Training, da war Unterzucker eigentlich schon fast an der Tagesordnung, bis ich das mal rausbekommen habe. Beim Schwimmen eskaliert, beim Rennen pure Eskalation, Cardio langweilig, also auf dem Spinning, da passiert nicht wirklich viel, aber Bodybuilding war geil. Da war ich am Anfang immer im Überzucker, weil ich gedacht habe, ich knall in den Unterzucker und dann war ich ständig in den Überzucker. Einmal war ich, glaube ich, im Unterzucker oder zweimal, also das kannst du halt fünf Fingern ab. Das war cool, ja? Das muss ich echt sagen. Bodybuilding, das war geil, ohne Witz. Also deswegen mache ich das jetzt übrigens auch wieder, fange ich auch wieder an, weil ich gemerkt habe, das macht mir viel mehr Spaß, als ständig bei mir die Kohlenhydrate oben reinzulernen, wenn ich irgendwie die Kacheln zähle im Schwimmbad oder halt dann rennen gehe. Ja, der ich wollte manche sagen, bei denen rutscht der runter, weil ich kenne manche, die sagen dann, ich mache Kraft, weil der rutscht runter. Acht mal drauf, wie du trainierst, weil wenn du natürlich parallel irgendwie TikToks anschaust und da so Larifari, dann wird es halt wieder Cardio, dann ist es Ausdauersport. Dann wollte ich gerade sagen, dann habt ihr definitiv den falschen Trainer. Also ich glaube, wenn der Pat gesehen hätte, dass ich nebenher beim Gewichte oder irgendwas eine Nachricht gelesen hätte oder noch ein Buch oder... Ging ja gar nicht, du musst es mit dem Handy ja filmen. Stimmt. Ja, das habe ich auf dem Stativ fest. Ja. Ich habe ja ein Zweithandy. Nein, aber das ist so. Also wenn du dich unterhalten kannst, gemütlich, wenn du nicht schwitzt, ja, kriegst du grundsätzlich das Feedback, mehr Gewicht. Ja. Wenn dein Gesicht noch normal ausschaut, dann ist es... Ja. So ist es. Ja, dann würde ich sagen, Michelle, wir zwei werden uns noch ein Startdatum aussuchen. Bei mir wird es definitiv nicht Juni. Vielleicht mache ich sogar Juli, da habe ich sogar noch so richtig die Scheiße dann an der Backe, aber ich glaube, das muss ich mitnehmen. Es gibt übrigens, das übrigens auch, ne? Also jetzt, also ich mache deswegen, ich habe jetzt noch Termin bei meiner Diabetesberaterin und dann plane ich das nicht mit ihr ein, weil sonst ist das mit der Versorgung nämlich jetzt gerade ziemlich dumm. Aber ich werde, wenn das jetzt so klappt, nämlich dann für mich persönlich den 1. Juli nehmen. Denn wenn ich nämlich sage, ja, da passt es nicht, es passt bei mir bei keinem Monat. Juli ist scheiße dabei, August ist scheiße dabei, September ist randvoll mit Scheiße. Es gibt dann nicht den Tag, wo man sagt, ich fange erst da an, weil da habe ich das hinter mir. Das wird nicht funktionieren. Also, Michelle, für mich ist der 1. Juli bei dir. Ja, wir können uns ja nochmal abstimmen. Also wenn du magst, ich fände es auch lustig, wenn wir gleichzeitig anfangen. Ich habe meinen Termin beim Diabetologen, weil ich brauche jetzt erstmal wieder Sachen. Ich war jetzt die ganze Zeit auf Reisen. Der ist Anfang Juli. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich glaube so 5. oder 7. Und ich würde eigentlich echt dann die Sachen für den Pen holen, aus dem Ding raus und direkt umstellen. Also eigentlich können wir... Oder wir machen den 15. Oder wir machen den 15. Juli als Start. Ja, mir egal. Auf einmal springt er 2 Wochen später. Nee, können wir machen. Ja. Ey, ich bin ja viel früher dran dann. Habe ich auch Vorsprung. Ja. Nein, das machen wir. Sehr geil. Und der Pet wird sich dann köstlich amüsieren, aber das ist auch in Ordnung. Ah, ich habe so Bock, wenn ich das davon mitkriege, wollt ihr mir schreiben? Oder? Ja, wir schreiben mir ständig, ja. Jeder Insulingabe in der Story verlinkt. Ja, genau, jeden Tag. Aber das wird spannend. Da bin ich jetzt so richtig gespannt darauf und ich bin auch mal gespannt, was meine Diabetesberaterin dazu mir sagt. Ich aber ist okay. Der wird den Kopf schütteln, wenn ich dem komme mit, ich decke das über die Basalraff. Aber ja, hey. Nein, das würde ich ihm ja auch nicht sagen. Ganz ehrlich, meine Diabetologen haben das nie interessiert. Ja? Die haben einfach nur gesehen, HbA1c war super, machen sie weiter. Punkt. Same. Meiner, der guckt sich das immer an, sieht, was ich da mache mit der Pumpe. Sagt, was machst du da? Und dann sieht er meine Werte und sagt, ja, mach weiter. Also ich muss ja sagen, ich habe ja echtes also die sind richtige Freaks bei mir und ich feiere die ja. Ja, herrlich. Also mein Doc, wenn der redet, schreibe ich mit. Das ist wirklich. Ich habe nie erlebt. Oh, also da muss ich auch sagen, das tut mir immer leid, wenn ich dann immer so erzähle, wie es mir ergangen ist. Aber ich habe wirklich von Anfang an immer irgendwie einen geilen Diabetologen, geile Diabetesberater, Beraterinnen gehabt. Immer, ja, und jetzt bin ich halt in der Praxis, der weiß Zeug, was schon wieder auf den Markt kommt, und er selber kennt Diabetiker, aber er feiert dieses Thema bis zum Anschlag, und mit dem kannst du halt auch dann richtig diskutieren und sein Team halt auch. Ja. Weißt du, das ist geil, ja, und ich bin mal gespannt, also die werden mich auch bestimmt unterstützen, ganz klar, aber ich bin gespannt, ob wir noch irgendwas diskutieren, finde ich immer cool. Mag dann ich, gebe auf jeden Fall die Tipps weiter, also können wir uns gegenseitig dann... Das machen wir, ja.
Gut. Schön, meine lieben Liebenden. Dann vielen Dank für eure Zeit und für alle anderen, wenn ihr Kontakt mit denen aufnehmen wollt. Ich packe alles in die Shownotes, dann könnt ihr mal gucken, was die so treiben. Ich habe Hunger und in diesem Sinne, es bleibt spannend und wir werden euch natürlich irgendwie auf dem Laufenden halten. Die Michelle macht das 100 Pro mit irgendwelchen Tausenden von Stories und ich werde auch mal einen Post machen im Monat oder so. Ja, ich kriege das hin. Ich verspreche es euch. Kann ich ja reinmarkieren, dann kannst du es immer wieder reposten. Ja, ich sage ja, sieht auch so aus wie bei Michelle. Ja, ist auch wie bei Michelle. Ja, ich habe auch meine Tage wie Michelle. Ja. Ja, genau. Blut aus der Nase. Passt. Tampon ist drin. Läuft. So, jetzt, bevor wir noch tiefer sinken. Danke für eure Zeit. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zuckerjunkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch. Geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zuckerjunkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald.